Der IF-Katalog gehört zu unserer täglichen Handarbeit. Ich muss nicht alles auswendig wissen, ich muss nur wissen, wo ich nachschlage. Der Gesamtkatalog von RTP dient mir und meinen Kunden als Hilfe bei der Übersicht über unser komplettes Lieferprogramm und bei der Suche nach konkreten Artikeln. Außerdem findet ein Konstrukteur schnell sämtliche wichtigen Daten und Details zu seinem ausgesuchten Produkt. Ich finde den Katalog einfach spitze. Ich spreche oft mit meinen Kunden über den Katalog, gerade wenn es irgendwelche technischen Sachen zum Klären gibt. Dieser technische Bereich im Katalog kommt sehr gut an bei den Kunden, auch bei Konstrukteuren. Es werden auch sehr viele Notizen reingeschrieben, also wird von Kunden sehr gut genutzt. Und oftmals arbeiten wir auch gemeinsam am Telefon und arbeiten parallel. Die Frage ist, brauchen wir wirklich einen gedruckten Katalog? Ich bin davon überzeugt, dass der Produktkatalog nach wie vor zu den Highlights in der Kundenkommunikation gehört. Die Akzeptanz des Printmediums ist nach zahlreichen Marktbefragungen, gerade im B2B-Bereich, ungebrochen. Von großer Bedeutung ist hierbei eine gute Verzahnung der Vertriebskanäle, nämlich persönlicher Kontakt, online und den Printmedien. Ich denke, der Katalog muss als Nachschlagewerk unsere Sortimentsvielfalt den Kunden verdeutlichen, als Imageträger muss er zum Öffnen und Blättern verführen und durch den Mehrwert, den er den Kunden bietet, wird er seiner wichtigsten Aufgabe gerecht, nämlich der Verkaufsförderung. Ja, unser Katalog, alle 4 Jahre, absolutes Meisterstück, bei unseren Kunden überall präsent auf dem Tisch, im Einkauf, dass die sehen, was hat Reif noch alles an Produkten und in der Produktion der wichtige Nachschlagewerk technischer Art, also unverzichtlich, klasse Sache.